Und willkommen zu einer weiteren Runde Portal 2. Natürlich, wir haben mit. Fette. Mit der Onkel Fette. Hallo. Dein Roboter sieht richtig so aus, als ob er gleich Fette sagen würde. Hat er sich auch verirrt? Kannst ja mal auf meine. Kannst ja mal auf meine Ansicht gehen. Fette. Hab dich überholt. Jetzt bin ich der Herrscher. Wow! Das ist der Stampfer. Ein frühes, primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Da wäre ich fast drauf gegangen. Los, Testobit. Wird nicht jetzt zermatscht? Nein. Was ist denn das da? Beweg dein Hintern. Ja. Nein! Ich will da nicht rein. Du hast mein Ding kaputt gemacht. Oh! Oh! Das war sogar richtig geil! Das kann er gar nicht glauben. Lalala. Warum verfolgst du mich? Hau ab! Das ist meins! Ahaha! Moment! Oh je! Was soll ich da denn machen? Ey! Lass mich in Ruhe! Was ist das denn? Ich überleg grad. Ach ja, das ist schön. Den Strahlen und so, den Barrieren. Jetzt wird richtig geknüppelt. Boah, der Wolf, da kommt der Damm schon aus Ohren. Wo ist das da? So, es ist ein Aufzug oder so, aber der ist irgendwie nicht aktiv. Fette, fette Pate. Nicht hoch genug, nicht wahr? Okay. Wahrscheinlich kann ich den nicht da drauf stellen, nee. Was muss der Laser überhaupt treffen? Ah! Oh, was macht das? Das heißt also. Herkommen. Was? Ach, du bist das. Oh, so knapp. Oh. Oh, so knapp. Gibt's da oben was? Nee. Auf jeden Fall musst du auch darauf irgendwie. Macht Spaß. Hm.
Würfel wird an die Wand gedrückt. Moment. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hui! War klar. Oder Moment! Das geht nicht, war ja irgendwie klar. Ich würde auch gerne mal sowas herumfahren. Das ist bestimmt voll geil. Aha. Weißt du ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Weiß ich so auch nicht, also was soll's. Ja, das stimmt. Irgendwie müssen wir das Zeug hier ausmachen können. Aber wie? Was bringt's? War das Serax? Ich weiß nicht. Das war Serax, ja. So viel zum kompetenten Let's Play. Ja, toll, jetzt ist er da oben. Moment. Oha. Wo ist der Würfel? Da ist der Würfel. Der Begleiter Kubus. Wie kann ich den Laser da nach oben gucken lassen? Moment, vielleicht wenn ich den Laufbahn ändere. Vom Laser? Von unten. Moment, kann ich gegen das Zeug hier ankämpfen? Nee. Lass probieren, ne? Geh mal rein mit dem Würfel. Ja! Willst du mich umbringen? Scheint noch nicht groß zu funktionieren. Da muss hier knobelt werden. Was ist mit der Wand da drin überhaupt? Ich möchte hier in diesem komischen Strudel bleiben. Da gibt es so ein cooles Geräusch von sich. Mag es ja nicht. Was denn? Er will mich killen. Komm doch, ich flüchte, haha.
Das da irritiert mich total. Das muss doch für was gut sein. Ja. Eine Barriere hast du da. Ja schon, aber... Ich muss den Würfel vor sich selbst retten. Was soll das? Ich dachte, der fliegt dahin, aber ist jetzt nicht ausgegangen. Was machen Sachen? Ey. Gar nichts mehr vom Singleplayer-Modus von Portal. Ich glaube, ich muss das nochmal. Nein, ich werde sterben. Fette. Fette mich, geil. Du, 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 du. Fette, de, de. Boah, ich bin total verwirrt. Ich glaube, es ist einfach zu spät für solche Spielereien. Ja. Egal zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit. Der Wolf sagt immer, oh, jetzt ist aber nicht die Zeit dafür. Nein. Ja, nicht, dass Wolfs die Natzen gleich Feuer fangen, ey. Ja, da oben, das passt ja schon mal, aber irgendwie müssen wir jetzt auch da hochkommen. Moment. Das klang nach Serax. Ja, nach wem sonst? Der Heddy benimmt sich. Ja, jetzt bin ich mit dem Würfel da und weiter. Wir müssen irgendwie einen Laserstrahl da oben hinbekommen. Ich will da doch nur hoch. Ja, es geht nicht, wenn du ihn hinstellst. Ups. Moment. Hinter uns ist eine Normalwand, scheiße. Guck mal, wie hoch ich ziele.
voll daneben. Moment, 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 Moment. Das ist es. Oh, ich bin mal wieder dümmer als die Polizei erlaubt. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. So, jetzt kannst du mit diesem blauen Strahl da rein und kannst diese Barriere da rausholen. Und da sieht man es mal wieder. Ich kann mich leider nicht bewegen, weil ich muss so stehen bleiben, sonst... Es hat er natürlich, du willst Platz tauschen, dann gehe ich rein. Siehst du, jetzt kannst du eine Barriere rausholen. So war es eigentlich nicht gedacht, aber... Die Frage ist nur, wohin jetzt damit? Warum hast du dich jetzt eingesperrt? Ja. Ich versuche. Nein, nein, nein! Ah, das ist versaut. Das ist alles gerade versaut. Moment. Hause Bulkis wollen es jetzt wissen. Ruf jetzt an. 14 mal die 14. Serax, bitte, es reicht. Du verstehst das nicht. Ja, mach da eins und mach... ich muss jetzt überlegen. Das kann dauern. Das geht leider gar nicht. Also irgendwie müsste es den Laserstrahl vielleicht kreuzen, aber... Wie soll das denn gehen? Nicht die Strahlen kreuzen. Ja, der Wolf, der spielt immer mit seinem Strahl rum. Mit dem Kleben. Was bringt das? Er malt es förmlich an die Wand. Ah, Serx ist jetzt richtig aufgewacht, aha. Hat sich wachgeschissen. Das war das irakische Betriebssystem. Ja. Das hat sich um Standby wieder gelöst. Geschissen. Ja. Ja, es ist halt einfach. Es passt halt wirklich. Organischer Wecker, ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Absolut nicht. So, man muss einschreiten. Wow, habe ich gerade Burnout oder... Burnout. Der Wolf hat schon Burnout von der letzten. Muss ich jetzt echt zugucken oder was? Jack's absolut nicht. Kein Schiss. Ist immer, es reicht. Wenn ich mich jetzt wegbewege, das bringt auch nicht viel. Moment, kann man auf das Teil vielleicht drauflatschen? Welches? Auf diese komische Brücke da. Die blaue? Ja. Natürlich kann man da drauflatschen. Dachte ich mir schon, aber dafür müsste man es irgendwie drehen können. Kannst du es drehen? Nope.
Seitlich Portale kann man wahrscheinlich nicht schießen. Ich kann übrigens euch nicht helfen, wenn ich den Raum nicht sehe, ne? Wenn ich nur irgendwie dieselben Bilder die ganze Zeit sehe. Man müsste mir den Raum dann schon zeigen, außer ihr wollt natürlich trotzdem keine Hilfe. Okay. Wir haben hier einmal ein paar Treppen, Laser, noch mehr Treppen, blaues Schwebezeug, ein Haufen Wände. Ein fucking Warp. Und da hinten bei Schmackes ist eine Wand im Weg, wo nichts durchkommt. Ulf hat die Barriere. Was passiert denn, wenn ihr da oben das Laserding aktiviert? Geht die Wand weg. Ja. Es ist doch schon mal was. Ja, aber wie geht's weiter? Wir müssen diese Wand da drin irgendwie nach draußen befördern. Habt ihr noch so einen zweiten Prisma Cube? Nein. Okay. Den Magnetbeam braucht ihr nicht mehr, oder wie? Das weiß ich nicht. Und da oben, wo Schmacki ist, was ist da noch alles? Nichts mehr, glaube ich. Nur diese blaue Wand, die er jetzt nach draußen gebracht hat. Also ihr seid praktisch da hochgekommen und die blaue Wand habt ihr damit rausgeholt. Ja. Okay. Aber dafür musstet ihr nicht das Ding deaktivieren, richtig? Der Laserstrahl, den ich hier jetzt halte, der geht da oben hin. Und dadurch wird die blaue Wand weg. Ja. Ich weiß auch schon, wofür der ist. Ja, damit diese Brücke. Ich hab das Rätsel gelöst. Guck mal ein bisschen nach oben. Ich? Ja. Mit oder ohne Würfel? Ach, lass den Würfel los. Würfel ist mir gerade scheißegal. So. Jetzt guck nach links. Okay, ich weiß, was ihr machen müsst. Du musst, Schmacki, du hast das eine Portal für die Brücke schon gesetzt, ja? Und das andere Portal für die Brücke, wo ist das jetzt gerade? Das ist verschwunden, weil er die Wand berührt hat. Deswegen sind beide verschwunden. Ja, dann machen wir das Portal bei der Brücke wieder hin. So. Hast du? Oder noch nicht? Naja, dann noch nicht. Ja, mach mal die Brücke. Genau, jetzt so. So, und jetzt du die Wand deaktivieren. Jetzt geht Schmacki da raus. Ganz raus. Ja, ganz raus. So, wenn du jetzt da, jetzt kannst du es wieder loslassen, das ist jetzt egal, brauchst du nicht mehr. So, jetzt Schmacki, du musst jetzt da bei dem weißen Fleck ganz links oben, da musst du den reinschießen, da wo praktisch Wolf gerade drauf guckt. Da musst du das zweite Portal schon schießen. Also da oben. Da, hoppla. Da. Du kannst doch auf meinen Bildschirm gucken. Und dass er dein Fahrrad nicht sieht. Ah, ich bin so blöd, warum zeige ich es dir nicht so? Genau da.
Okay. Dann machst du das zweite Portal hin. So, und jetzt tust du bitte bei dem Magnetbeam da ein Portal hinsetzen, Wolf. Okay. Und das andere... Ups. Ja, geh mal aus dem Magnetbeam jetzt wieder raus. Und das andere Portal setzt du bitte dahin, wo die zweite Öffnung ist. Die zweite Öffnung, wo meinst ja, du? Ja, hier, wo der zweite Laser rein muss. Genau, also da gegenüber. In etwa da. Genau. So, jetzt musst du nur noch den Cube in den Magnetbeam reinhauen. Und dann geht ihr schon mal in Richtung Ziel. Nicht in den Strahl, sondern in den Magnetbeam rein. So, und dann Ziel. Dann geht's zum Nächsten. Komm, schmack es. Ist doch schon da. So. Jetzt müsste theoretisch, wenn ich mich nicht verkalkuliert habe... Na, okay, es muss noch ein bisschen weiter nach links die Brücke. Okay, alles klar. Dann... Mach den Magnetbeam nochmal weg. Die Brücke ist noch ein bisschen zu weit. Genau, mach die mal so oben hin. Dann fällt nämlich der Cube wieder runter. So, und mach die Brücke mal noch ein Stück nach links. Die muss direkt vor dem Strahl sein. So, und dann machst du das Ganze nochmal. Tust den Magnetbeam wieder da oben hinsetzen, wo er war. Der war da, Nee, ein bisschen weiter rechts. Und dann... Perfekt. So, wenn es jetzt richtig ist, dann sollte es passen. Wenn es nicht richtig ist, dann kommt der Cube nicht bis zum Laser. Der muss direkt vor dem Laser stehen bleiben. So. Verdammt. Er ist ein bisschen schief. Warum? Weiß ich nicht. Muss mal gucken, wie der gesetzt ist. So schief ist. Kann man ihn schräg rein? Na toll. Du musst ihn, glaube ich, genau gerade in den Magnetbeam reinsetzen. Nicht, dass er schief reinkommt. Ja, wenn du jetzt so hoch springst und es reinlegst, dann klappt es nicht, weil du kommst nicht mehr rechts mit zum Aufzug. Du musst ihn schon fliegen lassen. Ja, es ist zu hoch. Und richtig schön gerade machen, so dass du siehst, dass es auch in das Ding reingeht. So, jetzt, schnell! Komm her! Oh, geil. Gut, das ist ja gar nicht so schwierig. Lasst es auf euch Interagiert, ich glaube, wir sollten... Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Ich glaube, wir sollten jetzt hart beenden. Geht ein bisschen lang gerade. Ja. Wow, das erste Rätsel, was wir von alleine nicht geschafft haben, dann mussten wir unseren Oso-Joker verwenden. Ja, es war aber nicht so schwierig. Hier dürft ihr aber nur einmal benutzen. Ansonsten dürft ihr nur Publikums-Joker und ihr dürft noch jemanden anrufen. Wer hat begrüßt? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Egal. Das war Portal 2. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fährt euch. Fährt euch. Tschüss. Ja, ich sag ja, mein Partner...